Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei So Long Dark. Ja, der Opa war ein paar Tage nicht da, habt ihr sicher gemerkt. Der Opa war bei seiner Mama. Jo, die gibt's noch. Und ja, die Mama vom Opa, die hat so einiges. Sie hat so Porzellanteller aus feinem chinesischen Geschirr und wir hatten einen Ohrensessel und die hatten ein paar Plüschsocken, sehr warme. Aber die Oma oder besser die Mama hat kein Internet. Nein, nein, das hat sie nicht. Und deswegen war ein paar Tage Pause. Und morgen ist Heiligabend. Und da habe ich gedacht, da mache ich noch eine Aufnahme eben, damit ihr was zu gucken habt, wenn ihr nichts zu tun habt. Ja, wir wollten draußen den Wolf ausnehmen. Den Hirsch. Den dat Hirsch. Reh. Hirsch. Hirsch. Reh. Ihr wisst schon. Unsere Fische liegen da noch. Das ist gut. Wie sieht's aus? 1 Grad plus. Ja, das ist das ideale Wetter für sowas. Was haben wir denn hier an Bewaffnung? Da hätte man mal nachladen können, ne? Oh ja. Okay. Na, ich höre die Wölfe schon wieder. Vielleicht sollten wir doch mal das Gewehr in den Schlag nehmen, in den Anden. Gelle. Und sagt denn mein Mikro? Hört ihr mich überhaupt? Ist das so okay? Ich hoffe. Naja. So, dann schauen wir mal. Da drüben, da wo die Krähen sind, da müssen wir hin. Und wir sind auf 100%, jawohl. Ich hab, vielleicht seht ihr es, ich habe das unten die Anzeige links in der Ecke ein bisschen kleiner gemacht, damit die nicht so groß ist. Das war wieder ein Brüller. Ja. So, ja, der eine Wolf, den hatten wir angeschossen. Ich hoffe, der ist gestorben. Also wirklich 3 Kugeln, wenn der immer noch nicht tot ist. Da wäre ein schlechtes Geschäft. Gell? Aber wäre ich auch ein bisschen selbst schuld, ne? So ein bisschen minimal. Kleines bisschen. So. Ja, als wir letztes Mal hier waren, waren 4 Wölfe, glaube ich, hier, ne, auf dem See. Und der eine, der ging immer genau hier lang, wo wir jetzt hergehen. Naja, der hat sich aphotinisiert. Da gucken wir mal, ob wir den finden. Da gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, dann haben wir den Bogen gemacht und die Pfeile. Mein Gott, sind da viele, guck mal. Wow. Das sieht aus, als würden da 2 Tiere liegen. Da sind nämlich 2 mal 4 Krähen. Vielleicht nicht unser Wolf doch hier rum. Vielleicht ist er noch mal zurückgekommen. 2 Grad. Da. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, Freunde der Nacht. Freunde der leichten Unterhaltung. Und man, da ist noch ein Wolf. Da werden wir den jetzt auch noch schießen, ne? Na, dann haben wir aber eine Menge Zeus. Ich wollte mich eigentlich verstecken. Dann lass uns erstmal zu dem Wolf gucken, weil der liegt hier sowieso. Der liegt ja, weil er hier liegt. Der liegt ja hier, weil das Spiel den hier hingelegt hat, von Anfang an. Wenn das Spiel startet, dann liegt er schon hier. Und solange da keiner dran geht, bleibt er auch liegen. So, dann schauen wir mal. Oh,
Der ist fluoreszierend. Was ist denn mit dem passiert? Der ist ja echt fluoreszierend. Guckt euch den mal an, der ist total grün. Nicht, dass das ein Trickwolf ist. Ja, echt jetzt? Uiuiuiuiuiui, aber geil, habe ich ja so noch nie gesehen. Ich muss den von hier machen, ne? 2 Grad, ja. So, 5,2 Kilo. Das machen wir da mal, 39 Minuten. Und gucken. Ja. So. 3 Grad. Sehr schön. Sehr schön. So, Haut. Därme. Da nehmen wir das Messer. 1 Stunde 3 Minuten. Da haben wir so eine fluoreszierende Haut. Das ist ja toll. Da werden wir kaum auffallen, wenn wir damit durch die Gegend laufen. Bestimmt nicht. Da werden wir bestimmt nicht auffallen. Trinken müssen wir bald mal wieder. Die Anzeige ist so doch sehr klein, stelle ich gerade fest. Guck mal, da ist noch ein Wolf. Was hat die Temperatur? 1 Grad. Können wir noch einen Wolf schießen? Ich meine, dann haben wir hier ein bisschen Ruhe. Kommt der zu uns? Nö, der geht weg, glaube ich. Trotzdem wollte ich da hinten noch mal hingucken, ob da auch noch Rehe liegen. Aber auf jeden Fall haben wir den Wolf getötet. Mit 3 Schuss, na immerhin. Den fluoreszierenden Wolf. Und da müssen wir aufpassen. Ah, ne, die gehen weg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, da haben wir wieder einiges zu braten. Fisch haben wir ja auch noch. Und Messer. Stunde 3. Machen wir. Immer schön im Auge behalten, die Temperatur. Sieht gut aus. Das machen wir mit der Säge. 12 Minuten. Sieht auch gut aus. So. Das ist schön, ne, dass die Zeit so irgendwie anhält. Ne? Die Wölfe bewegen sich nicht weiter, während man hier rumschneidet und rumbastelt. Das finde ich sehr gut. Weil sonst könnte man sehr schnell zerfleischt werden, während man hier irgendwas auseinandernimmt. Na, jetzt haben wir hier noch. Ach, hier sind noch. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Ich glaube, hier kann ich normal laufen, oder? Im Augenblick. Keine Federn? Komm schon. Federn. Federn. Nee. Na gut. Naja, jetzt wird er sich auflösen. Nee. Hier. Da werden wir keine Federn mehr kriegen von den Hirsch. Von den hirschigen Hirsch. So, 4 Grad, mein Gott, das ist ja super. Dann gehen wir jetzt rein, legen die Felle ab, draußen legen wir das Fleisch hin zu den Fischen, weil das müssen wir noch braten, aber mal, wir haben noch so viel zu braten. Und ablegen, Opa. Ablegen, nicht essen, ablegen. Oh Gott, ey. Das macht mich immer ganz fertig, sowas. Da haben wir noch viel zu braten und viel zu schleppen. Eieiei. Echt jetzt. Das war roh, ne? Ja. Ablegen, ablegen. Und das war auch roh. Ablegen, 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 ablegen.
Na, jetzt gehen wir rein, die Felle hinlegen. Viel zu tun, viel zu tun. So, hier haben wir auch Felle. Da haben wir den hier frisch. Getrocknet. Frisch, frisch, getrocknet, frisch, frisch, frisch. Getrocknet, getrocknet, getrocknet. Ach komm, stell dich an. Du bist ja wie ein Mädchen. So, da haben wir ihn hier frisch ablegen. Frisch ablegen. Ablegen. Und der Rest ist getrocknet, ne? Ja. Ach, echt jetzt? Ich wollte doch die Felle, man. Ja, 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 dropp mal. Dropp du mal. Du bist mir auch so ein Dropper. So. Ach, alle. Jawohl. So, hier sind Stöcke. Die tun wir mal weg. Und die tun wir auch mal weg. So, die machen wir nämlich hier rein. Hier sind nämlich gar keine Stöcke drin. Dann tun wir hier mal die ganzen Stöcke rein. Jawohl. Und hier tun wir die Federn rein, richtig? Ja. Jawohl. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir trinken. Ein bisschen essen. Was haben wir denn hier? 62%. Kilo, Kilo. Alles Kilo, dann essen wir ein Kilo. So, dann trinken wir was. Was? Du hast doch gerade gegessen, Mädel. Dir geht's wunderbar. Guck doch mal genau hin. 2 Liter Wasser ist auch okay. Ja, dann gucken wir uns doch nochmal da oben um. Vielleicht sehen wir ja doch noch 2 Rehe. Mal gucken, was das Wetter sagt, vor allem. -1 Grad. Das wird stürmisch. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Es wird stürmisch, Freunde. Na gut, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Da läuft immer noch einer von denen rum. Ein Wolf, meine ich. Und da ist auch noch ein Wolf. Und ich glaube, die anderen beiden Sachen sind schon weg, ne? Sind schon respawned, oder? Na, geh dann mal hier hoch. Will doch einmal gucken. Ja, sind weg. Die sind weg. -1 Grad. Ist eigentlich gar kein Problem. Wenn der Wind nicht an die Klamotten zerrt und die kaputt macht. Das wäre natürlich schon ein Problem. So. Ja, Wölfchen. Na, der bleibt schön weg. Das ist gut. So haben wir es gern. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, da weiß ich gar nicht mehr, ob da noch was lag, aber wir gehen jetzt gucken. Gell?
Lass uns mal schauen. Zwei Wölfe habe ich hier noch gesehen. Der eine, der wird ein bisschen brauchen, bis er wiederkommt. Da hinten rennt der Bär. Da rechts, seht ihr ihn? Da an der Insel, da vorbeilaufen. Unter den Tannen, so auf dem See. Da rennt er. Den lassen wir in Ruhe. Vom Bären haben wir erstmal die Schnauze voll ein bisschen. Die haben uns jetzt schon zwei, drei Mal zerlegt. Das muss nicht sein. Also das muss ja wirklich nicht sein. Da läuft auch was. Direkt geradeaus. So auf 5 nach 12. Der ist weit weg. So, dann schauen wir mal. Minus 2 Grad, alles gut. Alles wird gut. Ja, ich glaube, wir können uns ja jetzt sogar schon den Mantel machen, ne? Die Jacke, den Wolfsmantel, glaube ich. Mantel ist das, glaube ich. Und dann müssen wir wirklich mal langsam anfangen, umzuziehen, damit wir hier mal wegkommen. Aber ich meine, solange wir hier noch was haben, ne? Solange wir hier noch was haben, kann man ja noch ein bisschen gucken. Tja, das ist der Bär. Und das war nichts, das war nur Fels, das war kein Tier. Aber wir schauen mal. Ja, ich war bei Mutter. Das ist ein ganzes Stück weg, 300 Kilometer. Und dann bin ich ein paar Tage da geblieben. Sie hat sich sehr gefreut, ich habe mich auch sehr gefreut. Wir hatten uns jetzt eine ganze Zeit nicht gesehen und... Naja, so vor Weihnachten. Da wollte man sich nochmal treffen. Ja, und heute bin ich wieder zurückgekommen. Morgen ist Heiligabend. Da werde ich sicher nicht zum Aufnehmen kommen. Ah, Wolf. Oi. Habt ihr den gesehen? Na so eben. Die Frage ist, schieße ich den? Anscheinend nicht. So wie das aussieht. Ich habe auch kein Blut gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den getroffen habe. Habe ich so daneben geschossen? Er war auch überhastet geschossen. Und da kommt der Bär, der will auch hier lang. Das ist ja super. Habe ich ja bald das Gewehr leer geschossen? Das ist ja echt super. Hier war doch Dingens. Habe ich doch gerade gesehen hier, oder nicht? Oder was? Bartflechte. Guck mal, hier liegt noch einer. Und den haben wir schon gelootet, okay. Also die Geräusche haben sich verändert. Die haben irgendwas mit den Geräuschen gemacht. Eieieiei, hier wird ein Geheul hier. Was mache ich denn immer mit den ganzen Stöcken? Wo will ich denn damit? Ich kann keine Stöcke liegen lassen. Schrecklich. Schrecklich. Das ist ja schrecklich. 29 Stöcke. Ja, genau. Ich habe einen Stockfetisch. Ein Stockstetisch, meine ich. Ein Stetisch aus Stöcken, meine ich.
Ich sehe den Wolf jetzt nicht, das ist nicht so schön. Das ist regelrecht beunruhigend. Und gar nicht schön. Und das gefällt mir auch nicht. Und da ist ein Reh. Oh, der Wolf ist da hinten. Da können wir ja mal versuchen. Wenn das ein Reh ist, können wir ja mal versuchen, unsere Bogenkünste ein wenig, ne, unter Beweis zu stellen. 5 Grad, das ist super warm. Das wäre gar kein. Ach, wer rede ich denn da, als ob ich den legen würde? Das wäre gar kein Thema, den auseinanderzunehmen. Was rede ich denn da? Den kriege ich doch niemals. Ach, das kann ich nicht im. Das kann ich nicht, während ich hocke. Ich habe getroffen. Was ist los? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der Opa. Der Opa ist ein Killer. Und da liegt der Pfeil. Ey, ich habe ihn getroffen. Das ist ja krass. Das ist ja krass. 9 Kilo, jawohl, wer damit? Oh, ach, echt jetzt? 1 Stunde 43. Ach, guck mal, das geht jetzt mit dem Messer schneller, weil er noch nicht gefroren ist. Und Fell und sowas? Gucken wir hier auch nochmal nach. 36 Minuten. Eine Stunde 3. Geht alles am besten mit dem Messer. Oh je. Oh je, das ist volles Risiko. Ach komm, wir machen das jetzt. Hoffentlich gehen die Temperaturen nicht runter. Wow. Wow. Ich glaube, wir müssen zurück. Minus 1 Grad. Naja, das geht ja noch. Dann haben wir hier schon wieder. Was ist denn das hier? Ach so. Ach so, das ist hier das. Okay. Ja, das ist heavy. Weil das mächtig heavy ist. Jetzt wollte ich gucken, ob hier ein Dingens liegt, ein Reh. Aber jetzt habe ich da jetzt eins geschossen. Aber habt ihr gesehen? Ich habe getroffen. Und ein Schuss und tot. Ich jetzt. Mit Pfeil und Bogen. Ich. Das gibt mir Sicherheit. Aber vielleicht sollte ich mit Sicherheit nicht auf den Wolf schießen. Mit Pfeil und Bogen. Obwohl, mit Kugeln treffe ich ihn ja auch nicht. Aber dann haut er wenigstens ab. Ich glaube, mit Pfeil und Bogen haut er nicht ab, oder? Ich glaube, mit Pfeil und Bogen kommt er zurück auf mich zu. Ah, dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis. Ah, ja. Weg hier, weg hier, weg hier. Wenn wir einbrechen, dann ist das ganz, ganz, ganz schlecht. Ja. Aber hier war kein Reh mehr, so. Stell dich gerade so fest. Da vorne war dünnes Eis, da geht es also nicht weiter. Und da, das Reh, was wir da hinten liegen gehabt haben, das war ein Mensch. Und das andere Reh, das haben wir selbst gemacht. Und die Stöcke haben wir hier mitgenommen. Stöcke jetzt. Weißt du Bescheid, ne? Stöcke, habe ich gesagt. Ey, das war so geil. Mit Pfeil und Bogen, ich. Boah. Er hat direkt einen Bonus gegeben. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es gar nicht glauben. Bogenschießen. Da. Volle Pulle auf 2. Schwanken des Bogens um 25% verringert. Pfeilschaden um 10% erhöht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber boah, Hammer. Super.
Wir haben immer mehr, immer mehr. Wir wollen umziehen. Wir holen hier immer mehr ran. Wir haben Kilos von Fleisch ohne Ende. Hey. Vor allen Dingen haben wir jetzt Reh. Reh kann man richtig gut essen. Das ist super. Reh ist echt cool. Aber wieder ein Schuss vergeudet. Wir müssen unbedingt das Gewehr nachladen. Da sind wir. Nein. Nein, und wir sind am Stinken dran. Da gehen wir mal weg hier. Da gehen wir mal weg hier, aber ganz fix. Geh weg, Bär. Unglaublich. Was macht der denn hier auf der Straße? Ist der blöd? Geh aufs Eis, wo du hingehörst. Echt unglaublich. Da geht er auf Straße. Toll. Jetzt kann ich hier hingehen, wo die Wölfe sind, oder was? Echt jetzt? So dein Ernst? Ach, und ich sehe nichts. Mit dem Schnee. Super. Danke, Bär. Hast du sehr gut gemacht. Och, echt. Mann, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, so kalt ein Feuer machen. Da, ganz schön zeitversetzt. Der Untertitel kommt viel früher, seit die das geändert haben. Ach ey. Kann ich rennen? Ja, kann ich. Das ist ja schon mal viel wert. Boah, ich sehe überhaupt nichts in dem Schnee. Plötzlich steht er vor dir, weißt du, der Bär, der Wolf oder was auch immer. Minus 3 Grad, da geht ja alles noch. Ich möchte mal wissen, wo der Bär jetzt ist. Wir müssten eigentlich jetzt rüber langsam. Hier zum Dingens. Ist da der Wolf oder sieht das nur so aus? Shit. Das ist der Wolf. Eieieiei. Da ist der Wolf gewesen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen und er mich nicht. Das ist ziemlich gut. Sag mir, was du willst. Das ist schon gut. Ich weiß nicht, wie lange der Bär da oben auf der Straße langläuft. Ich würde gerne auf die Straße zurück. Hör dir das mal an hier. Und dann bei der schlechten Sicht, da beunruhige ich mich total. Ich bin froh, dass ich den einen gerade gesehen habe, den Wolf. Das hätte sonst auch ganz anders ausgehen können. Mann. Ich sehe nichts, aber ich sollte mal zur Straße zurückgehen, glaube ich. Ich glaube hier, kann ich, guck mal, da ist schon wieder... Ja, dein Kopf wird taub. Hauptsache nicht die Ohren. Sonst hörst du nämlich nichts mehr. Ich glaube, hier ist nämlich schon wieder die Straße und ich sehe auch keinen Bär. Also. Ich glaube, der, wenn, dann ist er wieder zurückgegangen auf den See oder der ist hinter mir ein ganzes Stück. Da ist er. Da kommt er. Ach, echt jetzt? Da ist er. Buah. Dober Bär, ey. Gut, dass ich die Empfindlichkeit ein bisschen zurückgeschraubt habe. Sonst wäre der jetzt längst angerannt. Eieieiei. Ich
glaube, wir können hier auf Straße. Lass uns mal ein bisschen rennen. Unterkühlungsrisiko, ja, das ist nicht so schlimm. In der Tanke wird hier schön warm. Ah, den haben wir abgeschüttelt. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf die Wölfe achten. Und dann haben wir schon wieder 20 Kilo Fleisch zu braten oder so. Unglaublich. Naja, aber dass der wieder zurückgekommen ist, fand ich ja irre. Und hier hingelegt hat. Ich hatte echt gedacht, der wird da hinten jetzt irgendwo liegen. Aber ich habe auch abgespeichert gehabt. Vielleicht hat er sich deswegen zurückgelegt, wo er geschossen wurde. Wenn ich weitergespielt hätte, wäre er vielleicht wirklich da hinten gewesen. Naja, was auch immer. Was auch immer. Auf jeden Fall ist uns kalt und wir werden langsam müde. Unser Zustand geht auch ein bisschen runter. Ich sehe hier keine Prozente, aber naja. Wieso sehe ich hier keine Prozente? Ich hasse es. Nur so ein Balken. Ich hasse es. Als ob man nicht mit Zahlen viel besser arbeiten könnte. Aber vielleicht ist das in Kanada ja anders. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Da heulen sie schon wieder rum, die Wölfe. Ich glaube, ich sehe mein Auto. Also, das von der Tanke. Ich habe hier auf der Grafik habe ich gar keine Handschuhe an mit dem Gewehr, ne? Aber ich habe Handschuhe an, aber die sind nass. Die sind vollkommen nass. Alles nass. Wird Zeit, dass ich ins Trockene gekommen. Der Schnee macht alles nass. War ja klar, irgendwie. Irgendwie war das ja klar, dass der Schnee alles nass macht. Ach ja, so ist das. Scheint da drüben zu sein, auf der Seite, links. Da läuft irgendwas. Nicht, dass das auch schon wieder ein Bär ist. Das sieht nämlich so groß aus. Natürlich ist das ein Bär. Oder sonst. Alles andere wäre ja auch Blödsinn. So, lass uns mal hier das Fleisch eben ablegen. Ja. Ja, es ist Maria. Ja, du kannst dich ausruhen. Da ist er, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. Ich gehe mal rein. Reingehen ist besser. So, da ist er gleich wärmer. 12 Grad, wie schön. So, dann haben wir schon wieder was zum Ablegen hier. So, noch einmal Rehhaut und noch eine Feder. Na guck, immer erwische ich hier die Dingens.
So. So, das ist schon wieder getrocknet. Das auch. Das auch, das auch, das auch, das auch. Na, guck mal. Ich glaube, so viel Platz haben wir hier schon gar nicht mehr drin. So. Dann haben wir drei. Ne, der ist noch frisch, ne? Den wir da haben. Der ist noch frisch. Der Wolf. So, ja. Guck mal, 81%. 19% hat der gekostet, der Schuss. Weißt du Bescheid? Was tue ich denn hier? Da, das hier. 19% hat der Schuss gekostet. Ah ja. Das nenne ich mal anständig. So. Jo. Dann wollen wir mal was essen, was trinken. So das Übliche halt. Hier, da, beißt da mal rein. Lecker. Genau. Ja, trinken. Wir müssen sowieso wieder Wasser machen, so wie das aussieht. Und dann müssen wir sowieso kochen. Schon wieder kochen, werdet ihr sicher sagen. Ja, ja, so ist das. Aber ich habe nur noch 1,65 Liter Wasser, also ich muss auf jeden Fall kochen. So. Jetzt gehen wir schlafen. Mal eben so 10 Stündchen. Unterkühlungsrisiko geheilt. Na guck. Ah, wir haben sogar schon Tag. Richtig Tag. So. Ja, damit es nicht so langweilig wird, würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Route. Ne, wir müssen Wasser kochen. Da kommen wir ja gar nicht drum rum. Ach, ich habe da hier noch Wasser. Wir müssen kein Wasser kochen. Dann würde ich sagen, dann laufen wir mal eine Route. Und zwar laufen wir mal einmal zum Bergwerk rüber, das von Richtung, Richtung Idyllisches Tal, wo wir dann als nächstes hingehen. Dann laufen wir in der nächsten Folge eine Route mal hin und legen da schon mal einen Teil unserer Sachen ab. Na, dass wir nicht immer hier nur kochen und jagen und nur kochen und jagen, sondern dass wir das auch schon mal erledigen und dann uns langsam darauf vorbereiten. So, jetzt gehe ich in eine Hocke, jetzt gehen wir nochmal raus und wieder rein zum Abspeichern, weil das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge, war ja wohl klar, ne? So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen heiligen Abend und ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut, und macht's gut, bis nächstes Mal, euer Opa Hemi, tschüss.